Freitag. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ein großer Tag bricht an, in der Hoffnung, dass wir heute endlich unserem Ziel der Spitzhacke etwas näher kommen. Aber Oma möchte was von uns. Ich glaube, sie möchte Medikamente, kann das sein? Geht's ihr nicht gut? Good morning, dear. I have some medication ready at Amira's clinic. I don't mind getting it myself, but... No, this is exactly the kind of thing I'm here to help with. I'll pick it up instead. Well... That would be a kindness. Okay. Ja, ach so, it's reden good können to wir go to bed early, but some of the younger folks in town do seem to like going to Damon's bar at night. Oh, he's been running it for his folks ever since they moved back home to Johannesburg. Arno and Kaya were good friends. I miss them. Da sagt sie übrigens gerade was, weil wir da ehrlich gesagt noch nie... Juhu! Oh. Parker stopped by on his way out to let me know the mine was finished. Let's go check it out. Ja, ja, ja. Wow! Oh, it's looking great. Do you know what that means? I need builder's insurance. Silly. You can go mining. Yeah, it was kind of implied. Here, you'll need this to get started. A pickaxe is a handy tool to have around. You can break up rocks to gather some stone, and also mine lots of lovely ore now that this place is fixed up. Now take it in and get cracking. But it's dark, and there's probably bugs. You'll want to focus on cracking open the mineral rocks to find ore. Bring me back some iron ore, and I can turn it into iron for you. Oh, before I forget, you'll need to keep your eyes peeled for the keys to get further into the mine. Some clever fellow has scattered them about. They're probably buried under fallen rocks by now. But there's lots of great stuff in the mine, so it's worth it. Have fun exploring. Oh, I'm sure I will. Yay! Mit guter Miene ans Minenwerk. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du keine Ahnung, was die zwei Sachen sind. Ach, das eine ist doch bestimmt ein Schmelze oder sowas, ne? Wenn du Natalia Eisenerz aus der Mine bringst, kann sie einen Eisenbarren. Also für drei Eisenerz macht sie jeweils einen Eisenbarren. Moment. Bevor ich da jetzt aber reingehe, nehmen wir die mal eben mit. Die sehe ich nämlich gerade. So, jetzt ist das große, die große Frage. Ich denke mal, man braucht viel Energie. Oder? Hier drin. Das ist aber Kupfer, das ist kein Eisen, nehme ich mal an. Ja, natürlich braucht man hier viel Energie. Nee, das ist Feinsand, hä? Ich weiß nicht, sind die dann Eisen? Ist doch normalerweise mal ein bisschen dunkler, oder? Boah, voll im Hall. Oder? Nee, Eisen? Ja, ja, das ist klar. Habe ich jetzt einen Schlüssel entdeckt oder habe ich jetzt nur das Eisenerz entdeckt? Ich glaube aber, ich habe nur das Eisenerz entdeckt, oder? Ich habe mich gerade schon gefreut. Hey, this looks like a key to the next level. Ah, sehr geil. Okay, also erstens, nein, ich hatte tatsächlich nur das Eisenerz entdeckt. Zweitens, sehr... Achso, das geht direkt automatisch auf. Ah, ich dachte, man muss das selber machen. Okay, also theoretisch zwei Barren könnte man holen. Schauen wir mal eben hier im nächsten Level. Eisen. I guess I'll need some kind of digging tool. Ah, kriegen wir von ihr dann noch so eine Art Schaufel? Da müssten wir dann mal... Aber das sieht schon ganz cool aus. Also Nachteil ist natürlich, man kann nicht viel machen, wenn man nichts dabei hat. Ja, wodurch man dann wieder Ausdauer herbekommt. Ich möchte natürlich auch nicht so viel zu essen machen. Hey, this looks like a key to the next level. Ah, sehr schön. Das läuft ja hier gerade wie am Schnürchen. Da gehen wir aber trotzdem mal eben gucken. So.
Da geht's nicht runter. Da weiß ich auch nicht, was das ist hier. Ach doch, das war dieser Sand oder sowas, ne? Okay. Kann man das auch nehmen? Nee. Das ist quasi nur Deko. Okay. Oh, gut. Ich dachte, ich schaffe das nicht mehr mit dem letzten Schlag. Okay. Also, wir bräuchten theoretisch noch was zum Buddeln. Und da sind noch andere Sachen. Das Bräunliche, sage ich mal, das war eher so Sand. Mine verlassen. Ja, ja. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall eine Abkürzung. Ich weiß ja nicht, wie viele Ebenen das hat, wenn das so ist wie bei, wie heißt er nochmal, der dieses Alien-Update bekommt noch. Dann war ich hier heute Morgen eigentlich schon? Nee, ne? Die haben mich hier direkt mitgenommen. Ich konnte doch gar nichts machen. I am all out of strength. I could make or buy some food or try again tomorrow. Ist das dein Ernst? Ich wollte nur ein bisschen... Boah, ey. Das ist nicht ihr Ernst. Moment, habe ich überhaupt noch was? Außer das, was ich verschenken wollte. Erzeugnisse. Oder verwende das zum Kochen. Kann ich also nicht einfach so essen. Das ist eigentlich ja totaler Schwachsinn. Aber na gut. Habe ich jetzt nur die Sojamilch. Die würde ich ihm aber schon gerne schenken. Ich denke nicht, dass das sein Leibgericht ist, aber... Moment. Halt. Bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe, werde ich erstmal schauen, ob... Thomas heißt der, glaube ich, der Indianer. Ah, halt. Muss ich das überhaupt... Ja, ich muss wahrscheinlich auch wieder... was dafür haben, wenn ich das da rein tue, oder? Ich probiere das mal kurz aus. Das ist ja eigentlich nur reinwerfen. Das ist ja keine Aktion. Ach so, der braucht noch 30 Minuten. Ja, dann würde ich wiederum sagen, dass ich das Ganze mal kurz... Zup. Okay, das waren jetzt keine 30 Minuten. Ich dachte, das springt jetzt wieder auf halb um. Zup. Und zup. Okay. So. Jetzt wieder entspannt weiter und einmal einsammeln und ich hoffe, oh, wir haben sogar einen Wurm mitbekommen, sehr schön. Gut, wenigstens das können wir machen. Das heißt, ich hoffe sehr stark, dass wir das mal kurz in den Trank hier unten reinschmeißen können. Okay, das geht auch. Okay, immerhin. So, dann würde ich allerdings schon fast sagen... Ja, uns fehlte noch Mehl, ne? Aber das konnten wir nicht kaufen beim letzten Mal. Jetzt bin ich doch wieder nicht bei ihm vorbei. Moment, kann ich jetzt mit dir nochmal reden? Habe ich eben... Ach nee, ich muss dir noch das Eisenerz geben. Oh ja, my gosh, is that iron ore? Ja. I think this dirty rock might be some. Oh, it sure is. Look at that. You're a natural. Yeah, this is great. Save some time and take these iron ingots I made. I'll melt these down. I can swap your iron ore for iron anytime, but I'll charge a little for the work. Mhm. Also jetzt bekomme ich erstmal 80 und danach bezahle ich. I can't thank you enough for fixing up the mine. What can I say? Dark caves are my happy place. Maybe I was a bat in my past life. You should come by Damon's bar sometime. I'm usually the only other single gal there. Moment, die war doch verheiratet? Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Oder war das ihr Bruder, der da rumlief? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein. Ich wollte gucken, ob ich eine Holzfäller-Axt in Silber machen kann. Ah, da brauche ich 10 für. Und die kostet auch noch 1000. Ja gut, das hätte ich jetzt gerade hin, aber... Die Frage ist... Moment. Damit kannst du alle Steine und Felsen aufbrechen. Eigentlich müsste ich dann erst die Spitzhacke holen, um mir dann das Gold zu holen für die goldene Axt, würde ich jetzt mal behaupten. Und was ist das? Achso, das ist eine Eisengießkanne. Fast viermal so viel Wasser wie die rostigen. Ja, gut, okay, das ist jetzt nicht so... Ne, das ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Räumt das Feld? Was? Hä?
Da habe ich doch gar nichts geräumt jetzt. Hä? Stimmt, ich muss auch noch die Medizin holen. Ach so, weil ich da die Eisenbarren von bekommen habe. Ah, okay. Ja gut, das wäre natürlich nicht schlecht. Aber so viel Erde, ich weiß nicht. Ob ich nicht erstmal was anderes machen sollte. Hey, I heard you're the one to thank for the mine being fixed. This is so exciting. Ja, maybe ich my little business will finally pick up some steam. Ich kann dir aber, glaube ich, jetzt gerade gar nichts geben, ne? Moment, ich schau mal eben. Was wollte er denn jetzt eigentlich haben? Nee, das kann ich kaufen. Ja, Rubin und so. Also, die könnte ich höchstens nebenbei in der Mine finden. Goldbarren? Moment, Goldbarren würde ich nur 45 für kriegen. Okay. Silberbarren immerhin noch 38, aber ist auch nicht so viel. Aber gut, weiß ich zumindest erstmal Bescheid. Was ist denn das? Oh, how lucky you stopped in. I've got an awesome Seton family mushroom pierogi recipe just waiting for potatoes and mushrooms. I thought you were Scottish, not Polish? Oh, mom's side is from Poland. Although we did try filling them with haggis once, which I would not recommend. If you can help me out, I'll give you a cut of the sale price and some carb-loaded goodness to take home. Oh, das wäre gut. Die könnte ich heute gut gebrauchen. Allerdings Kartoffeln habe ich noch keine. Das waren jetzt Kartoffeln, oder? Hey, Natalia said you fixed up that broken mine entrance. You're a real whisk taker. Oh, Angus. Da müsste ich... Kann man die kaufen vielleicht so auf die Schnelle? Francis has an incredible eye for detail. The filigree on his most recent pieces is quite something. Vanessa loves those pieces too. Every last one in the set. Mhm. Okay, sie hat auch auf. Hey! I heard you were the one who fixed up the mine. That's so awesome. Otto was never going to get around to it. I saw Francis earlier today, and he actually looked excited about going to work. Hm. Ah. Hab ich ein neues Herz? Sah jetzt so aus, ne? Kinderchen. I wish we had lockers instead of cubbies. Yeah. It would be so much easier to hide my pranking stuff that way. Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber abschließbare Spinde, ihr wisst, was ich meine, ich kann gerade nicht reden mit meinem Hals, das T kann ich gerade nicht so aussprechen, wären schon sehr gut an jeder Schule, ich habe es aber leider noch an keiner gesehen. Bruno's told me all these sick stories about the mines. How killer would it be for me to take my skateboard down there? With the right video, I could go viral. Doing tricks off stalactites, stalagmites, you know, the ones on the ground. Mhm. Das ist aber nur eine davon, Junge. So. I like Sophia. She always gives us free snacks after school. Unlike some people who own bakeries that I could name. But I won't. But if I did, the first part rhymes with Fang and the second rhymes with Bus. Die ist schon frisch, die Kleine, ne? Die ist immer noch mein Liebling. Ich weiß auch nicht, warum. Are you subbing for Mrs. Soft today? No, just stopping in. Well, that's kind of random. But okay. So, du auch noch. Chucky Braut. Do you ever go by Damon's Pub, Vanessa? Oh, I step in on occasion. But Otto really prefers to spend quiet evenings at home. Really? Well, what about, like, a girls' night out? Well, no one's ever invited me to one, to be honest. I guess it could be fun. Ich wollte dich nicht einladen. Ich habe nur mal so gefragt. Mal eben schauen. Da ist noch die Werkstatt. Da gehen wir noch mal kurz rein. So, da würde ich jetzt gerne mal kurz gucken. Werkzeugschuppen.
Du musst einen Bereich auf deiner Farm freiräumen, bevor ich mit der Arbeit beginnen kann. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. I can make a bigger shed, but you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've roped off. Got it? You come back and let me know when you've cleared out all the trees and rocks there, and then we can talk business. Ja, ich verstehe es schon, aber ich verstehe nicht, warum ich das nicht machen kann im Moment. Das ist halt, nee, ich will es nicht bestätigen eigentlich. Ich will, wenn, dann das andere wahrscheinlich essen. Aber das braucht die Eisenbarren, ne? You look like you're in a good mood, Parker. I am. You're looking at a guy who just ascended from the Iron Base Camp level to Silver Ridge level on the Mountain of Consciousness. Cameron said he'd make me a medal as soon as he could source some silver. Now that the mine is back open, he should be able to get some soon. Okay. Ja, dem könnte ich helfen. Mit dem Alten spreche ich jetzt, also mit Shelby spreche ich jetzt mal eben noch nicht. Ich möchte... Ach, der hat geschlossen, okay. Der ist mir aber nicht... Nein! Hä? Was haben wir denn heute? Moment, Freitag. Freitag geschlossen. Wie soll ich denn heute die Medikamente kriegen, wenn Freitag geschlossen ist? Oma, hast du dir das überlegt hier? If Giacomo was from Italy, what was he doing here 15 years ago? Oh, he was a friend of the Dells. Marcus met him on a trip to Italy. Funny, Giacomo never mentioned why Marcus was visiting, but I guess you don't need a reason to visit Italy. Also, ich mache jetzt mal was, was ich eigentlich nicht machen möchte. Kann man das eigentlich sehen? Nee, steht nicht drin. 160 ist natürlich ganz schön viel. Ne? Andererseits, man weiß auch nicht, wie viel das bringt mit den anderen Sachen. Was zur Hölle? Das hört sich aber nicht lecker an. Kostet auch sehr viel. Ne? Ich nehme mal die Pommes. Ich meine, Pommes ist ja eigentlich auch was, was einen recht gut was geben sollte. Aua. Bruno likes to tell stories when we're waiting for nibbles on our lines. I don't think that most of the tales he tells of fish that got away are true, but I feel like he's happy to have someone else on the docks he can tell him to. Glaube ich auch. Kann ich dich... Look, I love Kai, which is why I said he could be my roommate. But if he leaves one more damp wetsuit on the wood floors, I swear, I will have to choose violence. Oh, ich glaube, dann sollte ich doch nichts mit ihm anfangen. Da würde ich ja auch ausrasten. okay, Moment. Also, ich wollte jetzt erstmal... Na gut, viel ist es wirklich nicht, aber ich wollte das erstmal essen. So, hi Kai. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Keine Ahnung, was du so isst oder trinkst. Ich habe eine Sojamilch für dich. What? You think that just because I surf a lot, I'm always hungry? Well, I am. Aber er hat sich nicht so gefreut wie über die Pommes. Also vielleicht ist Pommes, aber da stand nicht drin, dass das sein Lieblingsessen ist. Bruno's cool. He gets my love of the ocean. But by the end of the day, his stall gets pretty ripe. No lie. Und das, obwohl er das alles da... zu hart. Achso, wir müssen noch Dings kaufen. Stimmt. Erstmal kaufen, danach rede ich mit dir. Moment. Mehl, genau. Wir nehmen jetzt mal 10 mit. So. I hope you're enjoying the sunshine. I wish I could be out there with you. I used to love getting up early to practice Tai Chi on days like this. But now I don't have the time or the energy. Das mit der Energie kann ich ehrlich gesagt gut nachvollziehen. Aber, wie gesagt, ich würde es auch super gerne wieder machen. Aber ich habe leider keinen Lehrer und weder die Zeit, dann, wenn die Kurse sind, ja, noch, dass ich das Geld übrig habe, für sowas dann auszugeben. Leider, leider, leider. Aber ich habe es sehr gerne gemacht immer. Ich will jetzt nicht angeln. Ich gucke nur, ob hier noch irgendwas ist. Und da wäre sowieso hier zum Dings müssen. Zum Thomas. Thomas, ne? Der zweite Name, den ich mir, glaube ich, merken kann. mit dir habe ich heute auch noch nicht geredet.
Entschuldige die Unterbrechung. Poor Otto got so seasick when he was a kid. One time we got stuck in a side sea coming back to port and... Oh, the stern was a mess, I'll tell you that. He refused to go out on the water from then on. Okay. Ja, diesmal können wir aber nichts einsammeln, so wie es aussieht. Ah, da oben haben wir noch ein Hexenkräutchen. Nicht weglaufen. Ah, das ist er, das ist er. Bleib stehen. Ich weiß gar nicht mal, warum ich jetzt zu dir sollte. Das hat so lange gedauert. Hi, Thomas. Got something for you. I made a big batch of stew last night. Too much for just me. That's so kind. But you didn't have to do that. It's rude to refuse a gift of food, Tara. I did it once at my uncle's wedding. An elder saw me say no and let me have it. Oh, no. What did you do? I took the plate from the woman offering it, of course. Gave it to my cousin, Albie. He's always happy for seconds. Ich wäre schwach geworden, hätte es gegessen. Ich hätte mich geweigert, den Teller zu nehmen. Nee. Is it hard living in Fairhaven when the rest of your tribe is in Milkwater? Nah. It was harder for my mom, but she raised us with all the same traditions, like respecting elders. I feel at home when I'm there. Well, thanks for the stew, Thomas. You're welcome. I better get back to my chores. Aww. Aber ganz ehrlich, Thomas, du hättest mir das auch vorher geben können, ne? Dann hätte ich hier meine ganzen... Sachen schon bewässern können. Aber ich bin trotzdem dankbar. Natürlich bin ich dankbar. Der Zeitpunkt war halt nur ein wenig... Ich kann die jetzt auch abbauen. Wie geil ist das denn? Moment, ich brauche das. Das bewässere ich mal als erstes. Nicht, dass ich gleich keine Dings mehr habe. So, die brauchen wir auf jeden Fall auch für die Bienen. Ich weiß nicht, ob das schon wirkt, wenn die jetzt noch nicht daneben stehen, ne? So, Kartoffeln brauchen wir auf jeden Fall auch für den einen. Wie lange brauchen die denn noch? 2 Tage. So. Dann füllen wir das mal schnell auf. Kostet das eigentlich auch aus? Oh, das kostet auch Ausdauer. Ihr wollt mich doch. Jetzt will ich aber mal eins wissen. Das können wir nicht machen. Aber die Kleinen. Da habe ich jetzt aber nicht genug für, ne? Ja, das ist... I'm all out of strength. I could eat some food to recover some strength. Or... Ich weiß. Das Problem ist nur, ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht ein, dass ich das jetzt mache. Weil soweit haben wir eigentlich ja alles fertig. Hatten wir hier nicht noch? Genau. Glasschmelzofen. Um Glas zu schmelzen, wo soll man denn bitte ein kohlebetriebener Ofen, mit dem du hochwertigen Sand zu Glas verarbeiten kannst? Ist das? Das ist Lehm. 15 Lehm. Und ein Gärfass? Wofür brauche ich das jetzt genau? Ja, zum Herstellen von Bier ist mir schon klar, aber das könnte ich... Theoretisch. Ach so, Wein und Käse auch. Frage ist natürlich, dann bräuchte ich Milch wahrscheinlich, ne? Eigentlich würde ich gerne auf eine bessere Dings sparen. Andererseits, das ist gemein. Wenn ich den natürlich schon mal hätte, dann habe ich den schon mal hier stehen. Ich habe auch nicht mehr so viel Holz. Das ist auch wieder so eine Sache. Eigentlich müsste ich mir ganz viel zu essen machen. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr selber das Spiel auch schon gespielt habt oder das so wisst, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Essen gerade so am Anfang, was man schnell bekommt, also wie jetzt zum Beispiel Fische oder so, wie die Fischstäbchen, welches Essen am effektivsten ist. Ich werde da auch mal ein Auge drauf werfen, aber es kann natürlich auch sein, dass ich was übersehe. Ja, komm, ich mache einfach gar nicht, nach draußen stellen kann ich das nicht, ne? Dann mache ich das mal dahin. Ich habe ja nicht wirklich viel Platz hier. Da bräuchte ich auch 2 für. Ein Gerät, das Säfte und Öle aus rohem Obst und Gemüse extrahiert. Ach, das hätte ich jetzt als erstes machen können, ja.
Okay, ich brauche auf jeden Fall noch einmal Eisen. Was hat er mir jetzt gegeben? Er hat mir Frühlingseintopf gegeben. Das bringt mich aber ein ganzes Stück weiter. Da würde ich hier vorne nämlich ehrlich gesagt gerne schon mal das Zeug wegmachen. Ich weiß, eigentlich sollte ich andere Sachen machen. Jetzt haben wir hier Steine. Keine Ahnung, wofür die jetzt gut sind. Da muss ich dann tatsächlich... Aber das hier muss ich doch auch irgendwie dann... Habe ich mich jetzt erschrocken? Dann wegkriegen können. Okay, ich konnte jetzt nur das eine machen. Ich muss mal eben... Mir hängt so ein Haar ganz blöd. Oder hing gerade ein Haar ganz blöd in meinem Ohr drin. Das kitzelt dann die ganze Zeit. Steine will ich jetzt nicht weitermachen. Ich wollte eigentlich ganz gerne... Oh, da ist noch ein Distel. Wollte eigentlich ganz gerne... kleinere Bäumchen machen. Die sind zu groß. Habe ich doch, hier habe ich noch was. Aber wir brauchen halt auch Holz. Klar, wir brauchen auch Eisen. Da würde ich dann sagen, das machen wir am nächsten Tag nochmal. Wir sammeln jetzt erstmal so ein bisschen noch Holz an. Kann man die mit einem Schlag kaputt kriegen? Nee, ne? Naja, hätte ich jetzt auch gewundert. Ja, naja, ist okay. Hätte ja klappen können. So, dann finden wir nochmal Unkraut. Sehr, sehr geil. Da brauchen wir demnächst nämlich auch noch ganz viel von. Und ja, eigentlich wäre es das jetzt auch schon gewesen. Obwohl wir jetzt noch nicht so viel Zeit durch haben. Medikamente können wir heute nicht holen. Ach so, den Trank kann ich heute noch holen, glaube ich, den zweiten. Ja, das kann ich erst morgen. Achso, ja klar, das ist der Werkzeugschuppen. Da müssen wir auch erstmal warten, was rauskommt. Bienenhonig müssen wir auch noch drauf warten. Ja, und da halt auf die Kartoffeln warten. Ich gucke aber trotzdem, falls ich morgen noch einkaufen kann, ob wir da eventuell noch Kartoffeln holen. Ich habe jetzt nur ehrlich gesagt keine Lust, nochmal dahin zu laufen. Genau, ich wollte noch kurz nach unten. Der braucht noch 4 Stunden. Dann werde ich das mal eben überspringen. Euch gleich dann wieder hinzuschalten, wenn ich das Ganze habe. Bis gleich. Und schwupps, einmal einsammeln. Schaue ich nochmal kurz. Wir brauchten, genau, einmal die Erde. Den Rest haben wir noch. Und was ich allerdings noch vergessen hatte, wir gehen noch mal eben schnell. Ich bin jetzt dummerweise immer noch auf herausfordernd. Das will ich natürlich nicht. Wir gehen noch mal eben schnell in den Wald und sprechen da mit unserem Einsiedler. Also sprich mit Shelby. Ich schneide das Ganze ein bisschen zurecht, damit ihr mich nicht dauernd nur laufen seht. Ich hole euch eben wieder, wenn ich bei Shelby bin. Bis gleich. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wo der Typ aus der Kirche eigentlich hin ist. Weil, oh, die Katze wartet auf uns. Das ist sehr schön. Da machen wir dann auch nochmal eben... Hey there, Kitty. Eine kleine Kraulattacke. So, auf jeden Fall gehen die Herzen höher. Das ist gut. Die Frage ist, kann ich mit Shelby nochmal eben sprechen oder ist der jetzt früh ins Bett gegangen? Hier oben ist er nicht. Das ist nicht gut. Ich denke, dass ich da leider nicht... Moment, hier sind... Was liegt denn hier? Das ist gut, dass ich nur mal in den Wald gegangen bin bei dem ganzen Kram hier. Aber ich schätze, dass wir Shelby leider hier nicht finden werden. Keine Ahnung, wo der Kerl hin ist. Vielleicht ist er tatsächlich schon am Schlafen oder so. Ich weiß es nicht. Na gut. Ich meine, gut ist es nicht. Ich laufe da mal zurück und dann, weil wie gesagt, einen Trank müssen wir noch brauen. Sie ist gerade schon auf dem Weg dahin. Ich denke mal, er ist schon am Schlafen oder was. Keine Ahnung. Alle sitzen hier schön gemütlich rum. Eigentlich wollte ich euch ja jetzt rausschneiden, aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal eben mit drin.
weil ich habe ja so eine angeborene Fähigkeit, dass ich einfach immer weiterrede, egal ob sinnvoll ist oder nicht. Hauptsache, die Zeit ist dann so ein bisschen überbrückt und man ist dann ganz schnell am Zielort und hat es gar nicht so gemerkt. So, wir sind da. Oma ist noch unterwegs. Wir haben da hinten leider noch nichts zu tun, aber morgen. Morgen, also sprich in der nächsten Folge und am morgigen Tag, sprich Samstag im Spiel, da können wir hoffentlich ein paar Sachen wieder machen. Ich bin schon total aufgeregt, vor allen Dingen, weil ich jetzt eine Mine auch abbauen möchte. Und ja, das Einzige, was mir fehlt, ist wirklich ein gutes Rezept, ein gutes, einfaches Rezept, wo ich viel mit essen kann, viel Energie mitbekommen kann, dass ich da wirklich, ja, gut mit zurechtkomme. Oder ich muss es irgendwie gucken, dass ich dann, aber das ist auch wieder blöd, wenn ich angel und dann hole ich mir die Energie wieder, ist ja auch schwachsinnig. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich sag mal, gute Nacht im Spiel und bis zur nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed?